So, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal, zur nächsten Episode der Road to Glory. Wir sind heute wieder am Start in der neuen Episode, muss kurz das Mikro richten, aber jetzt ist alles wunderbar. Und zwar heute mit dem letzten Spiel, mit unserem, ja, irgendwie in gewisser Weise russische Liga, Hellas Liga und türkische Liga Hybrid. Denn nach diesem Spiel werde ich das Team verkaufen und mir ein neues Team bauen. Und da brauche ich mal eure Hilfe. Ich möchte nämlich, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, welches Team würdet ihr gerne sehen. Das Budget sind so ungefähr 7.000, 8.000 Münzen. Und ich werde euch am Ende der Episode noch erzählen, welche Liga ich mir freigeschaltet habe. Das könnt ihr dann natürlich auch in dem Dokument sehen, was ab jetzt wirklich unten in den Kommentaren bzw. in der Videobeschreibung steht. Das habe ich letztes Mal vergessen. Dieses Mal ist es aber auf jeden Fall am Start. Und die grün gekennzeichneten Ligen, die sind dann verfügbar. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn einer von euch ein Team bauen würde, damit die nächste Episode demnächst online kommen kann mit einem neuen Team, worauf ihr natürlich einen großen Einfluss habt. Wir spielen dann gegen dieses Team hier. Erstmal, er hat Gilas, er hat Fafan, er hat Djordjic, er hat Kampel, er hat Naldo, Schäfer und er hat rechts noch, ich glaube, Shishkin ist das oder sowas. Und die erste Szene ist gleich mal von mir. Ich wollte nur Tore zeigen, aber hier zeigen wir erstmal eine große Chance von Burak Yilmaz, die er aber noch vergibt. Und allgemein war das Spiel ein bisschen, ja, sehr strange, denn wir gehen hier in diese Szene und der Gegner kriegt direkt mal einen Elfmeter zugesprochen. War natürlich ein Elfmeter, war aber dämlich verteidigt. Und das Ding war, der hatte zwar keine Chemie so wirklich, aber irgendwie hat er trotzdem extrem gut gespielt, beziehungsweise konnte er extrem gut spielen. Seine Pässe sind angekommen, meine Pässe sind nicht angekommen. Hashtag Momentum und so, aber das kennen wir ja schon und deswegen musste ich mich damit arrangieren. Auf jeden Fall hier erstmal der Elfmeter und dementsprechend die Chance, ihn auf 1-0 zu stellen. Aber es hat ein bisschen geleckt in dem Spiel. Das hat man hier jetzt nicht gesehen, aber tat es auf jeden Fall. Das wird man später dann auch merken. Und ich habe eigentlich nach rechts gedrückt jetzt beim Elfmeter. Wo mein Torwart dann hinspringt, weiß ich selber nicht so wirklich. Aber ihr werdet jetzt sehen, verfahren jetzt mit der Chance hier auf 1-0 zu stellen und mein Keeper springt einfach nirgendwo hin. Also 1-0, ein bisschen unverdient zu dem Zeitpunkt, weil ich wirklich gedrückt habe, aber gut, damit muss man leben. Der direkte Gegenangriff quasi direkt nach dem Anpfiff. Atesh geht einfach mal durch die Verteidigung durch und ihr könnt erraten, was einfach mal passiert, wenn ich normalerweise nur die Tore zeige. Genau, es fällt das 1-1. Wenn übrigens Coins... Nicht Coins. Points. Wenn ihr Points braucht. Also, Microsoft Guthaben, PSN Guthaben, FIFA Points oder FIFA 15 selber, schaut bei Kinguin vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr mich unterstützen möchtet, würde ich mich sehr darüber freuen. Ist günstig alles und würde mich halt unterstützen, dementsprechend wäre das sehr nice. Points würde ich euch empfehlen zu kaufen, Coins wiederum nicht, denn es wurde anscheinend, gerade habe ich zumindest in den Kommentaren gelesen, ein Freund von einem Abonnenten von mir gebannt fürs Coins kaufen und dementsprechend, ja, greift die ja anscheinend durch, was ich auch gut finde und jeder, der Coins kauft, ja, der hat es auch nicht anders verdient, als gebannt zu werden, dem gönne ich das auch ganz ehrlich, weil man macht es einfach nicht, es macht das Spiel kaputt, ich sag's immer wieder und apropos Spiel kaputt machen, wir liegen 2-1 hinten, hat natürlich nichts mit Spiel machen, Spiel kaputt machen zu tun, aber auf jeden Fall macht es unseren Sieg kaputt und das ist natürlich nicht so schön, aber nochmal zum Thema Coins kaufen, ich würde an eurer Stelle nicht machen, das macht das Spiel kaputt, das macht die Preise höher, also ihr braucht euch nicht irgendwie Coins kaufen und dann hoffen, ja, ich kann mir die guten Spieler leisten, weil die werden dann teurer. Weil, ne, die Spieler haben mehr Coins, können sich mehr leisten und dementsprechend, ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. 3-1 dann in der, ich glaube, 32. Minute war es durch Gilas. Ich muss übrigens heute das ganze Movie Maker machen, das tut mir leid, aber die Datei war dummerweise zu groß für Camtasia. Ich habe wieder vergessen, ja, auf Stopp zu drücken und die Aufnahme wird dementsprechend viel zu lang und viel zu groß und deswegen heute mal so. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Die nächste Szene ist dann wieder eine Chance für uns. Burak Yilmaz und Yilmaz, nicht Yilmaz, meine Güte nochmal. Der machte das 2-3 und das war doch nicht Yilmaz, das war Atesh. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Aber, ja, wie es halt nun mal so ist, der Gegenangriff direkt mal, die Antwort war direkt parat und es steht 4-2 für unseren Gegner. Das war wirklich ein sehr komisches Spiel. Ich hatte die meisten Chancen, aber er hat einfach jeden Ball so gefühlt reingemacht, was wirklich sehr, sehr nervig war. Und danach war so ein kleiner Cut im Spiel und wir müssen in die zweite Halbzeit springen. Und da haben wir Burak und Burak geht durch und ich sage ja mal, ich kann nicht sweaten, ne? Leck und Beweisführung abgeschlossen. Atesh mit einer Riesenchance, die er da vergibt, keiner, wie er das gemacht hat. Aber dann gab es einen Elfmeter und zwar in... Ach nee, gibt noch keinen Elfmeter. Erstmal kommt Burak und macht dieses Tor hier. Ich habe diesmal nicht gesweatet, alleine gemacht und dann klappt es auch wieder. War ein bisschen glücklich, dass der Torwart diesen Ball nicht halten kann, also Schäfer. Aber gut, hier gibt es dann den Elfmeter. Burak fällt im 16er, wird gezogen, wird gehalten und dementsprechend, ja, lässt er sich fallen und es gibt den Elfer. War natürlich gut in der Situation für mich. Es gab nur die gelbe Karte, eigentlich war es eine Notbremse, aber gut. Von mir aus auch erstmal nur gelb für Salif Sané hier in dieser Situation. Und aber trotzdem die Chance für mich halt, das Tor zu erzielen und auf 4-4 zu stellen. Atesh hat halt die Chance, aber ihr seht schon, es laggt und ich habe ja gesagt, der Lag wird es beeinflussen. Ja, im roten Bereich. Ich habe extra noch nach unten gedrückt, bringt aber nichts mehr. Ich verschieße den Elfmeter und dementsprechend bleibt es beim 3-4 für den Gegner. Aber wir haben ja jemanden im Team, der Tore schießen kann. Und zwar ist das Burak, setzt sich hier wunderbar durch. Geht in den 16er rein, geht aber ein Keeper vorbei. Rafael Schäfer hat keine Chance mehr und es steht 4-4. Und das Ganze in der 87. Minute. Aber eine Szene gab es noch. Dieser Ball auf Yilmaz wieder. Er ist im 16er. Wieder das Foul. Und diesmal gibt es wieder Elfmeter. Und diesmal gibt es auch vollkommen zu Recht jetzt die rote Karte. Das war eine Notbremse und zwar die zweite der Partie. Diesmal gibt es dann, wie gesagt, auch rot. Und Arsch hat wieder die Chance, den Ball reinzumachen. Es leckt wieder.
diesmal treffe ich aber den grünen Bereich und verschieße einfach trotzdem. Ja, das ist natürlich sehr bitter, aber die Szene ist noch nicht geklärt. Der Ball kommt nämlich zu Zengin, der mit der Flanke, da ist Yilmaz und der macht das 5:4, 90. Minute, also der glückliche Siegtreffer für uns im Endeffekt. War zwar verdient, weil ich eigentlich in der zweiten Halbzeit als einziger Chancen hatte, aber trotzdem auf jeden Fall glücklich, dass der Ball dann so noch ins Tor gegangen ist. Das war es dann von der Partie, wir kriegen wieder Coins, wir kriegen unseren nächsten Sieg und dementsprechend die nächsten Nationen-Coin kann ich heute nicht einblenden. Wie gesagt, ich bin nicht in Camtasia, deswegen ist das nicht möglich, aber trotzdem haben wir jetzt 5 davon und dementsprechend muss ich mir natürlich was kaufen, ja, und welche Ligen ich mir kaufe, ist ganz einfach gesagt, ich kaufe nämlich 2 Ligen und zwar für insgesamt 3 Coins, einmal die MLS, die Major League Soccer, die US-amerikanische Superliga und dazu kaufe ich mir auch die Liga Bancoma MX, das heißt die mexikanische Liga und jetzt habt ihr die Hellas Liga, die russische und ukrainische Liga, die türkische Liga, die Liga Bancoma MX und die Liga aus den USA, die MLS, um mir ein Team zu bauen. Ich hoffe, ihr kriegt das hin, ich hoffe, ihr macht das, würde ich mich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns, ja, sobald ich mir ein Team gebaut habe, und jetzt mache ich auch selber, aber über eure Teams würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, diese hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wäre sehr, sehr geil. Würde ich mich wirklich drüber freuen. Und dann sehen wir uns, ja, wie zum 1000. Mal gesagt, beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.